herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen hier in unserem Wohnzimmer. Ich hoffe, euch geht es gut und ich hoffe, ihr habt nicht so viel Stress aufgrund des Corona-Situation aktuell. Wie ihr schon bestimmt bemerkt habt, bin ich ohne Make-up und ich muss euch wirklich sagen, aufgrund dadurch, dass ich jetzt im Homeoffice sitze, bin ich in den letzten Tagen, benutze ich kaum noch Make-up. Und habe mir gedacht, naja, heute möchte ich mit euch einfach mal einen Look ausprobieren und habe ein bisschen rumgekramt in meinem Make-up-Koffer und habe zwei Sachen gefunden, die ich schon ewig nicht mehr benutzt habe. Und zwar habe ich hier eine ganz tolle Palette gefunden, die Rose heißt und oder Rosé, wie man es aussprechen möchte. Und möchte euch einfach mal mit euch mit diesen Farben ausprobieren. Und ja, wie ihr seht, die habe ich schon mal öfters benutzt, habe sie so ein bisschen versteckt in meinem Make-up-Koffer. Ich habe es lange nicht mehr genutzt und dachte mir, ich probiere das einfach mal ein bisschen aus und möchte mit euch so ein bisschen ein Contouring-Make-up machen und habe dazu meinen tollen Fit-Stick gefunden und ja, möchte euch mit euch das einmal wieder ausprobieren und ich hoffe, es gelingt mir. Ich habe es lange nicht mehr gemacht, also schaltet einfach ein, bleibt dran und wir schauen einmal, wie es wird. Ja Leute, auf jeden Fall benutze ich wie immer als erstes meinen tollen Fat Base Stick Foundation. Ich benutze diesen da, die F4 von, den könnt ihr ja bei Revolution Make-up bestellen auf deren Webseite im Online-Shop oder ihr könnt auch zu DM gehen, beziehungsweise Rossmann haben auch oft diese Kollektion im Sortiment und ja, die benutze ich jetzt einfach mal und fange einfach mal an. Nicht wundern Leute, wenn ich mal so ein bisschen hier gucke, ich habe nämlich hier einen tollen Spiegel, damit ich natürlich auch sehe, was mache ich überhaupt, weil ich jetzt nur die Kamera hier habe, also nicht wundern. Auf jeden Fall benutze ich den Stick. Ich kreise das ein bisschen und mache natürlich, also der deckt erstmal mega ab, aber wie gesagt, ich erzähle euch nicht viel davon, weil ihr kennt das den schon, ich habe schon einige Videos davon gemacht, daher ja, benutze ich den erstmal. So, wenn ich das gemacht habe, benutze ich einen ganz normalen Make-up-Schwamm, habe den nass gemacht, weil ich finde, wenn man den nass macht, dann wird er erstmal ein bisschen größer und ihr könnt dadurch euer Make-up, eure Foundation viel besser, viel besser verteilen und ja, ich fange einfach mal an, ne? Ich werde jetzt erstmal mein Gesicht betonieren, wie man es auch nennen möchte und ja, was ich ganz dadurch, dass der natürlich nass ist, ist ein bisschen kalt und ich finde das manchmal gerade so im Hochsommer ziemlich angenehm, wenn man das aufträgt. Ich finde einfach, ich finde, es fühlt sich richtig angenehm an. Wichtig ist natürlich, dass ihr nicht nur bis hierhin macht, sondern dass ihr wirklich das Make-up oder die Foundation auch runterzieht in den Hals hinein, damit ihr einfach nicht diesen Maskeneffekt habt. Ja, und das ist halt einfach wichtig, dass ihr das halt macht. Ich habe auch, manchmal mache ich das auch so ein bisschen im Kreisel und brauche wieder meinen Spiegel, weil in der Kamera zu gucken ist dann doch nicht so einfach mit dem Schminken. Also ich kann euch wirklich den nur empfehlen, weil er einfach mega abdeckt. Also ihr habt dadurch wirklich, ihr benötigt theoretisch kein Tages-Make-up mehr, beziehungsweise benötigt ihr ja kein Mousse-Make-up mehr, weil ich finde, dass der halt einfach schon mega gut abdeckt.
So, wenn ich das gemacht habe, kommen wir natürlich auch ein bisschen Farbe reinbekommen. Das heißt, ich benutze jetzt hier meinen tollen Fitstick. Und da müsst ihr echt ein bisschen aufpassen, weil das kann auch echt in die Hose gehen. Das heißt, ich mache immer den tollen Entenlook und ziehe sozusagen eine Linie. Das Ganze mache ich jetzt hier einmal. So. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt jetzt das Ganze mit einem Schwamm sozusagen blenden. Ich benutze dafür aber einen Pinsel, weil ich der Meinung bin oder ich selber finde, wenn ich das mit dem Pinsel mache, dann bekomme ich das einfach besser hin. Ihr könnt natürlich auch noch eure Nase machen. Hier noch. Ja, sieht jetzt erstmal aus, als würde ich jetzt gerade auf irgendeinen Maskenball gehen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall benutze ich dann einen Pinsel und verblende das Ganze. Auf jeden Fall habt ihr das Ganze jetzt erstmal verblendet und jetzt ist das natürlich noch lange nicht fertig. Also ihr müsst auf jeden Fall, jetzt benutze ich einen Concealer, da benutze ich wie immer meinen tollen hier. Der ist echt gut, der ist wie so ein Tattoo-Covering. Auf jeden Fall habt ihr hier, ihr könnt damit zum Beispiel auch ein Tattoo oder so mit abdecken und der ist echt, echt Bombe. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. So, auf jeden Fall nehme ich den. Und benutze natürlich auch hierfür einen Schwamm. Also wie ihr seht, ich habe hier insgesamt 3 Schwämme, die man auch wirklich braucht, zumindest ich. Und tupfe das ein bisschen rein. So, Leute. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal das Basic fertig. Ja, auf jeden Fall war gerade die Kamera aus. Sie wollte nicht mehr weiterfilmen. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Highlighter noch mit reingemacht. Und benutze jetzt für meine Augenbrauen einen Augenbrauenstift.
Und zwar habe ich hier den mir gekauft, der ist total toll. Und zwar hat er hier so eine Zacken dran. Das heißt, ihr könnt euch auch noch Augenbrauen malen damit. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Da, der hat so Zacken dran. Und damit mache ich jetzt meine Augenbrauen. Auch ich brauche wieder meinen Spiegel. Ja, Leute, auf jeden Fall muss ich euch jetzt mal ehrlich sagen, finde ich diese ganze Corona-Scheiße, was gerade auf der Welt los ist, mega nervig. Es ist wirklich, das Schlimme ist halt, dass die Medien halt auch noch so Panik machen. Also ich finde es auch richtig, dass man vorsichtig sein soll, aber man kann es halt auch übertreiben, ne? Also ich muss sagen, ich finde diesen Augenbrauenstift echt cool, weil man echt da sich so ein Härchen mitmachen kann. Und ich finde auch, dass der mega cool wirkt. Ich selber habe das Ganze, diesen Stift hier von einer Freundin auch erst gesehen. Also die hatte so einen Stift. Ich hatte es vorher nicht gewusst, dass es sowas gibt. Auf jeden Fall habe ich das Ganze mir dann gekauft und ich finde ihn echt geil. Hier benutze ich jetzt die Farbe. Ich weiß gar nicht, ob das hier wo drauf steht. Nee. Das ist wie so ein leichter Braunton. Aber ich finde nicht, dass die unbedingt sehr braun aussehen. Auf jeden Fall finde ich ihn ganz cool. Kann ich euch empfehlen. Auch den gibt es bei Rossmann zu kaufen. DM. Sowas überall eigentlich. Von jeder Marke. Ich habe jetzt hier wieder die Marke Essence. Benutze ich ja, wie ihr wisst, sehr, sehr oft. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall kommen da natürlich meine Augenwimpern wieder dran. Da benutze ich wieder meinen tollen ganzen Princess. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich so, dass es Zeit wird, dass das ganze Corona vorbei ist und man auch einfach wieder leben kann. Das ist halt einfach echt nervig, weil man nichts mehr machen kann. Man kann nicht mehr draußen. Man muss wirklich, wenn man jetzt, man kann nicht mehr spontan einfach in irgendeinen Baumarkt gehen und mal schnell mal reingehen und sich ein paar Blumen kaufen für seinen Balkon oder so. Nee, da muss man erstmal noch 3 Stunden oder 1 Stunde draußen anstehen, bis man überhaupt reinkommt. Und das ist halt einfach nervig. Das ist einfach nur noch nervig. Und ich bräuchte mal wirklich Blumen für meine Blumenkästen. So Leute, auf jeden Fall habe ich jetzt meine Augen mehr als gemacht. So, mein Gesicht ist betoniert, aber was fehlt bei jedem Make-up? Es ist, haltet euch fest, Highlighter. Ohne Highlighting geht nichts. Ne? Und da benutze ich wie immer meinen Highlighter. Ein Highlighter-Pinsel. Also es gibt jetzt nicht so eine Palette, ihr könnt auch, es gibt ja ganz viele Paletten. Ich wollte mir, was ich mir kaufen werde in der nächsten Zeit, ist von Raffas Plastic Life. Einige von euch kennen bestimmt Raffas Plastic Life. Da werde ich mir den Highlighter auf jeden Fall kaufen, weil ich liebe diese Frau. Ich finde Raffas Plastic Life einfach mega geil. Ich lache mich jedes Mal tot.
über ihre Videos. Also die sind echt, echt gut. Kann ich euch echt nur empfehlen. Schaltet mal bei Raffas Plastic Life an. Mega geil. Ich liebe sie einfach. Und ich würde mich auch wirklich mal so, so gern von ihr schminken lassen, weil sie hat es echt drauf. Also da bin ich noch echt Anfänger und kann da von ihr noch echt eine Menge lernen. So, ja Leute, auf jeden Fall ist mein Make-up fertig. Soweit. Und das Einzige, was natürlich fehlt, damit das Ganze auch mal ein bisschen länger hält, ist einfach wirklich mein Primer and Fine. Das heißt, ohne den Primer geht hier nichts, weil ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ich liebe Primer. Ich finde es so geil. Der Make-up hält wirklich die ganze Zeit. Und ich nehme hier von Catrice den Primer. So sieht das Ganze aus. So sieht die Flasche aus. Ich drehe es mal so rum. Von Catrice. Und ich finde wirklich, ich finde das geil. Oh, schöne Kutsch, schaut euch das an. Ja, also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, der ist geil. Und ja, ich, I love it. Ich liebe es. Ich finde es einfach geil. So Leute, auf jeden Fall, wenn ich das gemacht habe, bin ich wirklich fertig. Ja, und ich finde jetzt nicht unbedingt, dass vom Augen her wirklich dolle ist. Also die Palette hier, ich glaube, ich weiß, wieso ich diese Palette in meinem Make-up-Koffer ganz weit unten gemacht habe, weil man eigentlich fast kaum was sieht. Was ich geil finde, ist, dass ich eine lange, lange Zeit die immer wieder benutzt habe. Ne, und ich halt hiermit wirklich, jetzt zeige ich euch den auch nochmal. So sieht der aus. Das Ganze. Ups. Ne, und dass ich mit dem wirklich wieder eine geile, ja, Contouring-Make-up machen konnte. Und das war echt cool. Den werde ich jetzt auch mal wieder öfters benutzen. Mal gleich mal so ein bisschen draußen lassen. Und das Ergebnis kann sich ja ruhig schon sehen lassen. Ich glaube, so schlimm sieht es gar nicht aus. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch dieses Video mal wieder gefallen hat, dann würde ich mich natürlich ganz, ganz, ganz doll freuen über Daumen nach oben von euch. Und natürlich würde ich mich auch ganz, ganz doll über neue Abonnenten freuen. Ihr wisst, Leute, Abos sind ganz wichtig. Wir brauchen Abos. Wir sind kurz vor den 1000 Abos. Und wir wollen natürlich mehr machen. Ich würde auch gerne mehr machen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das ganze Video und wünsche euch viel, viel Spaß weiterhin und freue mich ganz, ganz, ganz doll auf eure Kommentare unter dem Video. Und ich werde euch natürlich in der Infobox sozusagen das ganze Make-up verlinken, was ich alles benutze für Produkte, wo ihr die kaufen könnt, wo ihr die online bestellen könnt. Und ja, kommt uns besuchen auf Facebook, Instagram. Und wo wir überall sind. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann.